Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Echo. Schön, dass ihr wieder dabei seid und reinschaut. Hier an Tag Nummer... wo ist denn der Asteroid? Da, an Tag Nummer... 21, Tag 9. Tag 9 vor dem Einschlag, sozusagen, wenn ihr so wollt. Ich war hier gerade bei unserer Straßenmeisterei, hab hier den Karren voll mit Blocks, mit Straßen, wie heißen die nochmal richtig? Stoned Way, Stone Drive, Rock, ich bin noch nicht ganz wach. Es ist irgendwie sehr früh heute, ich weiß auch nicht, warum ich so früh wach bin. Jedenfalls dachte ich mir, dann kann ich direkt mal ein bisschen was aufnehmen, denn es hat sich was getan. Wir hatten ein Mega-Building-Wochenende auf unserem Minecraft, sag ich schon, unserem Echo-Community-Server. Wir haben uns gedacht, wir brauchen eine Schnellstraße zwischen der metallverarbeitenden Industrie, der ölverarbeitenden Industrie und unserem wunderschönen, idyllischen Dörfchen hier, welches sich so liebevoll an den Berghang schmiegt. Und ja, bei den neuen Spielern, die jetzt dazugekommen sind, ist mir eines bewusst geworden. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Straßenbeschilderung. Aber was ich sagen wollte ist, ja, ihr könnt mir da so ein bisschen schauen, was sich hier getan hat. Ich habe unter anderem bei mir selbst... Also erstmal hier so einen schönen Kartverleih mittlerweile, ne? Also hier kann man sich dann ein Kart holen, wenn man eins braucht, und der Debo stellt die dann her und dann kann man da halt entsprechend in der Stadt rumsausen und seine Sachen transportieren. Und ich finde es eigentlich ganz toll auch, ich bin jetzt ja immer zu Zeiten hier auf dem Server, wo wenig Leute da sind, nicht, dass ihr denkt, da tut sich jetzt nichts und da spielt ja gar keiner, sondern es ist halt jetzt morgens hier kurz nach 8. Und infolgedessen schlafen doch alle, die gestern den ganzen Abend da waren. Ich zeige euch mal kurz, was hier noch passiert ist. Also ich habe ja hier ein kleines Haus angefangen. Nochmal Tier 2, ne? So richtig schön hier auch an der Küste. Jetzt, wo hier gerade die Sonne aufgeht, das sieht so cool aus. Ja, Wusels Haus ist auch schon ein bisschen weiter. Aber hier, guck mal her, ich habe jetzt hier so einen kleinen Vorgarten mit Büschen davor. Und ein paar Blümchen hier auch noch gepflanzt. Hier, wo diese ganze braune... streckenweise, wo es halt nur braun ist, habe ich jetzt auch nochmal geschaut, dass wir hier vielleicht so ein bisschen Farn haben, damit es ein bisschen grüner aussieht. Es ist halt schön, wenn es so ein bisschen grün ist und man sich entspannen kann und ja, das ist so ein bisschen meine Absicht dabei gewesen. Also hier mein Häuschen, da steht schon ein kleines Sofa drin und Teppich und hier weiß ich nicht, was hier reinkommt. Also ich habe so ein bisschen modular aufgebaut. Ihr seht das hier so ein bisschen wie in The Cube, ne? Immer gleich große Räume. Und weil ich hier immer mit Würfeln baue. Ich habe nur noch so ein altes Strohbett. Weiß nicht, was da mit dem Nico los ist. Offenbar ist er der Auffassung, ich hätte nichts Besseres. Ich hätte ein kleiner Butterfly in meinem Wohnzimmer. Ich hätte da nichts Besseres verdient. Naja, so ist es dann halt. Ja, beide Mühlen im Großeinsatz. Und ihr erinnert euch ja an die hässliche Straße, die ich ja schon in der letzten Folge, glaube ich, bemängelt habe. Und wenn ich etwas hässlich finde, was mache ich dann? Richtig, ich baue es noch größer. Und wir haben also Folgendes gemacht, und ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Wir haben hier jetzt tiefer gelegt und breiter gemacht. Und dann gibt es hier jetzt mittlerweile diese wunderschönen Brückenpfeiler, so ein bisschen angelehnt an die Golden Gate Bridge in der Stadt des Heiligen Franziskus. Kennt ihr bestimmt. Na, sieht ziemlich cool aus. Und ich wollte heute Morgen einfach mal so ein bisschen mit euch gemeinsam hier weiter basteln. Denn ich habe mir überlegt, dass wir... Es ist ja so, ich zeige es gerade mal auf der Map. Jetzt kann man die Straße auch so ungefähr erkennen. wir haben also hier die komplette Straße, die geht hier rüber. Da muss der Nico noch die weiteren Pfeiler bauen. Da muss man auch mal an der Arbeit dranbleiben. Hier ist unser Landgewinnungsprojekt. Da habe ich ja beim letzten Mal schon von erzählt. Und ihr seht hier, wie wir hier wirklich... wie in klein Dubai oder Holland hier Landgewinnung machen. Im großen Stil. Wir haben ja viel zu viel Wassermasse. Das ist so ein typischer Fall von... Die Natur hat das halt falsch gemacht. Da muss halt der Mensch eingreifen und da der Natur ein bisschen nachhelfen. Wenn die Fische, dann müssen die Fische halt auch mal umziehen. Da muss man auch mal flexibel sein. Das kann ja so schwer nicht sein, nicht? So. Hier seht ihr, geht's dann weiter. Combustion Engine und Ölraffinerie, auch windgetrieben. Das ist schon ziemlich cool. Und das ist halt hier jetzt unser Industriepark sozusagen. Da kommen dann noch die weiteren Sachen hin. Vielleicht auch irgendwann das, was auch immer dann den Kometen, Meteor aufhält. Und meine Überlegung war die folgende. Wir haben ja hier unser wunderschönes kleines Dörfchen. Und dass wir hier so eine Art Fuhrpark hinmachen, wo dann auch die fahrbaren Karts geparkt sind.
die Transporte werden halt hier hingemacht, da kommt so ein kleines Umschlaglager hin und das wollte ich jetzt ein bisschen mit euch gemeinsam bauen. Ich dachte mir, wir bauen mal ein bisschen was, machen wir mal immer mal so ein bisschen was anderes. Ich wollte dann eventuell aber auch, wenn es denn soweit ist, dass wir hier wirklich hier mit den ersten, das sind das ja, Autos sind es ja eigentlich auch nicht, ne? Also mit den ersten größeren, wirklich größeren Karts hier rumfahren, dass wir dann vielleicht nochmal ein gemeinsames Video machen mit den ganzen Leuten. Weil ich glaube, das ist ja auch ein bisschen interessant, jetzt nicht nur mich hier spielen zu sehen, sondern auch mal ein paar andere Leute nochmal dabei zu hören, ein paar andere Stimmen zu hören. Kann ja nie verkehrt sein. Und vor allem, dass ihr auch ein bisschen seht, ne? Hier ist auch wirklich Leben auf dem Server. Es gibt es ja häufig, es werden Projekte, es ist halt so, werden ambitioniert gestartet mit großen Ankündigungen, you name it, yada yada. Und häufig verpufft das dann relativ schnell. Im Moment haben wir halt so ein bisschen Wear Out, sag ich mal, weil die Skills jetzt relativ langsam laufen. Also mein nächster Skill auf meinem Hauptcharakter dauert im Moment schon, ich sag mal, 100 Skillpunkte und ihr seht 50. Das heißt, alle 2 Tage kann ich jetzt nur noch einen neuen Skill kaufen. Also natürlich auf frisches Blut, wollte ich gerade sagen. Also auf neue Spieler angewiesen, die sich dann in einer gewissen Weise und Bereichen dann auch... Nee. Oh nein. Wir haben gestern die ganze Brücke umgebaut. Die ganze Brücke haben wir gestern umgebaut und jetzt das. Oh nein. Aber ich will es natürlich jetzt ausprobieren. Jetzt, wo keiner da ist. So, pass auf. Also meine Idee war folgendes, dass wir das hier so ein bisschen ausgleichen, also angleichen, ne? Und dann können wir hingehen und sagen, hier ist so eine Lager- und Umschlagplatz. Und ich wollte jetzt nicht das Ganze, den ganzen Fluss hier überbauen, aber schon irgendwie so mitnutzen. Und deswegen habe ich hier so eine Kurve gebaut, dass wenn man mit den Karts hier von der Autobahn runterkommt, dass man dann hier um die Kurve fährt, vielleicht... Also in der Firma, wo ich damals gearbeitet habe, war es auch so, dass ein großer Teil der Firma über dem Wasser gebaut war. Da war so ein Fluss, so ein kleiner Fluss und die Firma war komplett über... Wie das genehmigt wurde, weiß ich auch nicht, aber ihr kennt das ja, ne? Dorf, Bürgermeister, große Firma, kleiner Bürgermeister. Na, da geht schon so einiges. Kann mir nicht vorstellen, dass das unter Umweltaspekten so ging. Ja, da war zum Beispiel eine Zufahrtsbrücke und ich wusste wohl, es gibt wirklich so eine Regulierung, wenn du so eine Brücke über so einen eigentlich naturbelassenen Fluss baust, dann darf die Brücke nur, ich sage jetzt mal eine Zahl, 2,50 Meter sein. Das sage ich jetzt einfach mal. Und diese Brücke da war definitiv auch nicht 2,50 Meter. So viel kann ich schon mal sagen. Offenbar, ja, wenn halt so ein großer Konzern wirklich eine ganze Gemeinde sozusagen und ihre Einwohner am Leben hält, da geht da offenbar beim Baurecht doch so einiges. Das war dann halt, was da als Brücke geplant war, nicht so eine kleine Ententeichbrücke, ne, wo dann ein kleiner Park hinging, sondern das war wirklich die Brücke, wo es hinging zur Warenanlieferung und Warenabholung. Also da fuhren jeden Tag dann auch 200 bis 1000 Tonnen Material auch drüber. Ja, also nicht irgendwie so, dass die da irgendwie so aus Schönheitsgründen vorhanden war. Naja, also da offenbar moralisch flexibel, sag ich mal. So, pass auf, ich lagere die mal hier ab. Und jetzt muss ich das natürlich mit euch gemeinsam ausprobieren. Ey, ist doch cool. Haben wir gemeinsam jetzt hier mal gemeinsam... Wo kommt ihr her? Na, ich weiß nicht. Dann können wir jetzt hier gemeinsam mal zum ersten Mal... Kann ich auf 15 tragen? Asphaltstraßen probieren. Das bin ich auch mal gespannt. Oh. Ist ja jetzt nicht so schön, ne? Ich dachte, die wären... Also die Rampen sind 4x4, aber ich Asphaltstraßen... Was ist denn da? Ein Bison! Hallo Bison! Wo fangen wir denn an? Hinter der Brücke, würde ich sagen. Dass wir die Brücke sozusagen aus Stein machen, ja? Also so eine Steinbrücke und dann geht's auf die Schnellstraße hier drauf. Guck mal. Ist das cool? Und dann haben wir hier schon den ersten ausgebauten Abschnitt der... Garderol-Straße. Wir hatten uns da sehr, sehr lange gestern Abend in der Wolle, wollte ich schon sagen, also sehr lange überlegt, sagen, nehmen wir es mal überlegt, wie wir es denn genau machen wollen und überhaupt. Naja. Es gab da halt unterschiedliche Meinungen, sagen wir es so.
Die einen wollten halt, dass wir diese Brücke da so hochlassen. Da hat sich der Bürgermeister letztlich durchgesetzt, mit Hilfe von manipulativen Aussagen. Und ja, aber so, wir wollten die halt so breit machen, weil die Rampen, also diese Teerstraßenrampen, die sind, soweit ich weiß, 4x4. Und diese Blocks sind ja 1x1. Sollen jetzt 4x4 Rampen hier immer in den Start setzen. Und das würde ja halt nicht zu den anderen Dingen passen. Das wäre ein bisschen doof. Deswegen habe ich mir gedacht, bauen wir das direkt hier raus. Aber ein bisschen komisch sieht der Asphalt schon aus, ne? Ich habe auch die bei den Aufnahmen jetzt die Helligkeit ein bisschen hoch. Sollte das überstrahlt sein, schreibt das gerne mal in die Videokommentare. Und bald kommen ja auch die ersten Folgen, wo ich, also werden bald die ersten Folgen ausgestrahlt, wo ich dann euer Feedback auch zu diesem neuen Mischformat habe. Also das wird jetzt hier, sagen wir mal, so ein bisschen Let's Show machen, so ein bisschen Let's Build, so ein bisschen Let's gemeinsam Build im Multiplayer auch. Ich könnte mir übrigens vorstellen, dass diese Straßen sehr, sehr teuer sind und ich die hier gerade verbrate und gerade jemand da gerade zuguckt und sich denkt, um Gottes Willen, um Gottes Willen, diese Ressourcenkosten, was macht der Mann da? Um Gottes Willen, das kann ich mir schon vorstellen. Aber es guckt ja gerade keiner, ne? Sieht ja keiner, was wir hier machen. So. Ja, und irgendwann, also früher oder später, müssen wir eine gesamte Brücke damit austauschen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dieser Asphalt hat offenbar, sieht man hier wenig Texturierung noch. Also ich hätte mir ja gewünscht, dass da vielleicht dann das wirklich so 4x4 Blocks wären. Einmal, damit ich natürlich recht behalte, das ist immer sehr, sehr wichtig bei sowas. Und, naja, weil man hier auf dem Block ja auch sieht, ne, dass irgendwie das so. Ja, hier, das kann man sagen, das ist Ikonografie, ne? Also soll halt klar sein, was es ist, aber finde ich halt schon eigentlich ganz cool, wenn das, wenn da irgendwie so, wenn das wie Asphalt halt so schwarz wäre oder so, weißt du? Wobei man damit ja auch schöne Effekte erzielen kann, glaube ich. Wenn man jetzt zum Beispiel rechts und links so ein bisschen Bürgersteig hinbaut. Zum Beispiel. Das habe ich hier hinten gemacht. Habt ihr ja gesehen, ne? Also, hier habe ich Mortarstone genommen und dann habe ich das so ein bisschen abgesetzt, dass das hier so ein bisschen aussieht, als würde hier so ein kleiner Bürgersteig hergehen. Dann gibt man hier die Rampe und dann hier fahren die Autos dann so rum und fahren dann hier auf das Parkgelände. Und hier noch über so eine Steinbrücke. Da könnte man vielleicht auch so einen Bürgersteig machen, dass hier so Passanten rechts und links noch über die Brücke gehen können. Ah, das wird schon schön. Das wird schon richtig schön. Da bin ich sicher. Ich glaube, ich habe das auch ein bisschen zu weit gebaut hier. Kann das sein? Nee. Ist in der Flucht, wie man so schön sagt. So, dann machen wir hier kurz mal eben den Anschluss. Nicht, dass wir hier schon den ganzen Asphalt verbraten und haben noch niemals hier den Übergang. Und dann können wir hier Brückeneinweihung feiern. Hier gemeinsam im Let's Play oder Let's Build Show Play, wie auch immer man das nennen soll. Ich werde das hier noch ein bisschen weiterbauen. Ich glaube auch, langsam ist auch das Zeitalter, wo die Gebäude im Dorf komplett dann auch aus neuen Dingen entstehen sollten. Wir haben ja so viel. Ich meine, ich mag diesen Holzstil, dieser Western-Style, ein bisschen Blockhaus. Stil, ne, wenn man so. Ihr kennt das ja, wenn man Campingurlaub macht, wo einem dann morgens, wo man normalerweise Fische fangen will und dann setzen sich die Bären an den wilden Seen, setzen sich mit dann dran und warten, bis der Fisch rausgeholt wird und überreden einen dann, den Fisch abzugeben. Da gibt es auch dann diese Blockhäuschen. Ja, das ist schon schön. So. Also, verstehst du? Überreden. So. Ha, Späßle gemacht. Guck mal. Gleich haben wir es. Eigentlich haben wir schon den Zusammenschluss hier. Guck mal. Wunderbar. Ja, und da können wir wirklich so rechts und links noch so ein paar Akzente einbauen. Aber dafür haben wir unseren Designer, den Nico, der kann sich darum kümmern. Dann läuft das bestimmt. So. Ja, aber trotz, dass es morgen so früh ist, sind auch jetzt schon Leute da. Wir haben natürlich dank unserem Partner G-Portal, da müssen wir noch hinweisen, wenn ihr also selber Server haben möchtet, G-Portal, Link in der Videobeschreibung, Beschreibung unserer Kooperationspartner, was Server angeht. Werde ich ja häufig mal gefragt, was ist die Technik hinter deinen ganzen Sachen, wie machst du das, mit wem und so weiter. Also hier bei den Servern, auch bei unserem Landwirtschaftssimulator-Server, ich habe das ja auch immer so ein bisschen
mit der Gaming, Multigaming-Community angeteasert. Ich nenne dann aber immer nur die Server, die mir als erstes einfach so Landwirtschaftssimulator, Minecraft natürlich, die ganz großen Themen bei uns. Dann auch demnächst gibt es dieses Großprojekt LS19. Ihr wisst ja, wir haben die einzigen Server, was den LS angeht, die wirklich vernünftig, also ich will jetzt nicht sagen, dass andere es nicht vernünftig machen, sondern die auch sicherheitstechnisch vernünftig abgesichert sind. Es gibt ja keine Möglichkeit, mit dem normalen Multiplayer-Klienten das zu machen. Deswegen haben wir da ein eigenes System entwickelt. Das heißt, ihr könnt sicher sein, wenn ihr auf unseren Servern spielt, sorgen wir auch technischerseits dafür, dass da nichts anbrennt, dass da nicht irgendwelche Maschinen da permanent ins Wasser gefahren werden. Und was es da nicht alles so gibt für einen Quatsch auf Servern, die halt nicht entsprechend moderiert sind. Da achten wir drauf. Das ist uns sehr wichtig. Und ihr könnt natürlich da auch wieder Teil davon sein demnächst. Was ich mal sagen wollte, was spielen wir da? Also wir spielen noch Rocket League, habe ich zum Beispiel selten genannt, wenn ich das hier vorstelle. Wir spielen, ja, Minecraft, LS, wir spielen jetzt auch Echo Ökel, wir spielen, was spielen wir noch alles? Sehr, ich kenne ja meine Community hervorragend, ne? Also ist ja wirklich super. Aber auf jeden Fall könnt ihr vorbeischauen, der Link ist garda.link/join, da findet ihr raus, wie ihr den Servern beitreten könnt, was ihr da machen könnt. Und ich habe übrigens, weil es mit dem Mein Bauernhof-Folge noch länger dauern wird, habe ich mir überlegt, das vielleicht noch als letztes in dieser Folge, es wird auf Garderol 2 möglicherweise ein weiteres Eco-Projekt geben. Eco in der Natur oder so werde ich das nennen. Und die Leute, die gerne Mein Bauernhof zum Einschlafen gucken, können sich dann das Eco angucken. Warum? Weil ich finde, Eco, bis Mein Bauernhof zurückkehrt halt, bietet auch so ein bisschen das, was wir in meinem Bauernhof machen, nur in ein bisschen schönerer Grafik, ein bisschen performanter und bietet auch viele der Dinge, die wir in meinem Bauernhof machen, auch als Element. Und da kann man auch ein bisschen schöne Musik im Hintergrund laufen lassen, ein bisschen ruhiger das angehen, vor allen Dingen Echo alleine spielen, das ist ja, sagen wir mal, Raum für die nächsten 500 Folgen Mein Echo-Hof oder so. Das wäre auch ein Name, Mein Echo-Hof. Ganz kreativ. Also wirklich hervorragend. Linguistik 1. Mein Echohof. Obwohl. Aber ich meine, Mein Bauernhof war ja so ein Wortspiel aus Mein Bauernhof und Minecraft. Und mein Echo müsste das dann anders sein. Zum Beispiel ökologischer Bauernhof oder so. Und da lade ich Logo ein, wegen logischer. Na, das wäre doch was. Aber ich glaube, wenn ich Logo einlade in Video, dann... Es ist vielleicht, ich mag den Logo wirklich, ne? Also nicht falsch verstehen. Aber ich glaube, dann wird es schwierig, das Video zum Einschlafen zu benutzen. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. So. Ja, mal schauen. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich mich dann da mal ransetze und da wirklich mal ein paar Folgen aufnehme. Den ersten Spielstand habe ich durch ein Update übrigens verloren. Also diese ersten 5 Folgen, die stehen jetzt alleine. Und das wäre natürlich ja wirklich ein sehr, sehr ambitioniertes Projekt. Also ein Spiel, was man eigentlich hier mit 16 Spielern oder so spielt, alleine zu spielen. Das heißt, die ganze Forschung alleine. Nahrungsmittel alleine. Tiere alleine. Holz reinkarren. Allein. Okay, das ist jetzt kein Unterschied zu hier, aber hier mache ich das auch alleine. Aber weißt du, wie ich meine, ne? Also das, ich glaube, ich mache das. Also wahrscheinlich ist es schon längst gestartet, wenn ihr das jetzt seht. Weil ich weiß, dass viele Spieler schreiben ja auch, ich gucke meinen Bauernhof wirklich zum Einschlafen und du bist schuld, weil Stil. Du bist schuld, weil ich kann jetzt nicht mehr einschlafen, weil du machst ja keine Folgen von meinem Bauernhof und dann werde ich auch immer böse angeguckt und so. Das geht natürlich nicht. Da muss der Satz her. Und ich habe mir echt überlegt, mit so ein bisschen mit dem Wissen, was wir jetzt auch hier haben, ne, weiß ich ja auch ein bisschen, kenne ich mich jetzt auch mit dem Spiel aus. Da ist es für den einen oder anderen wahrscheinlich auch noch ein bisschen entspannter, weil es ist ja auch immer ein bisschen anstrengend zu sehen, wenn jemand immer so dumm ist wie ich und immer alles falsch macht, ist es vielleicht ein bisschen entspannter dann zu sehen, ah ja, jetzt weiß er so langsam, was er macht und dann machen wir einen kleinen Garten, eine kleine Farm, demnächst kommen ja vielleicht auch Tiere noch dazu. Und andere Dinge, die uns interessieren. Ich will jetzt da nicht spoilern, was hier noch dazu kommt. Aber das geht schon sehr in diese Richtung, Mein Bauernhof und Life in the Woods. Andererseits möchte ich auch zurückkehren auf unsere kleine Insel. Mit den liebevollen Beeten und den Tieren und dem Tiger und dem Bärpark und sowas alles. Möchte ich eigentlich auch. Naja, ich weiß es noch nicht. Aber das sind so ein paar Überlegungen. Ich lasse mich einfach mal dran teilhaben. Und, wird jetzt hier
erstmal die Brücke fertig bauen, würde ich sagen. Für euch reicht's für heute, ab ins Bett. Und ja, schlaf gut, bis morgen. Und vielleicht setzt sich das ja um. Ich weiß noch nicht, mal schauen. Ich glaube, es würden sich viele Leute freuen, wenn auf jeden Fall irgendwas wieder auf unserem Einschlafkanal kommt. Und könnte ich ja umbenennen. Garderol 2. Nicht mehr spielen, sondern Garderol 2 zum Einschlafen. Es gibt ja auch den Einschlafen-Podcast. Naja. So, also, jetzt genug gequatscht. Danke fürs Zuschauen. Euch noch ein schönes Wochenende, warum ihr so voll kommt. Und ich baue mal hier so ein bisschen weiter, ne? Weiß Bescheid. Tschüss und bis bald. Mein besonderer Dank an die tollen Unterstützer auf Tipeee, deren Namen hier aufgelistet sind. Weitere Infos dazu findest du auf garda.link/tippeck. Wann die nächste Folge deines Lieblingsspieles kommt, siehst du im Sendeplan unter tv.garderol.de. Und jetzt viel Spaß mit unserem anderen Programm und hier auf YouTube.